Ja, und zwar heute ist ja Samstag und heute Samstag 14 Uhr, also genau, Samstag Uhr, hat Fresh Talk ein neues Video hochgeladen und zwar Zocker Svens Fortnite-Vernichtung. Passt perfekt, wenn wir nachher hier im Stream Fortnite spielen. Perfekte Überleitung danach. Gut, wir schauen nachher noch ein anderes Video, aber egal. Ja, ich bin gespannt. Zocker Sven, der hat letztens ein Video hochgeladen mit dem Angelsimulator. Ist jetzt, glaube ich, das zweite Video von Zocker Sven, oder? Soweit ich weiß, oder schon das dritte? Ich kann sein, dass noch ein Video dazwischen kam. Auf jeden Fall noch nicht so viele und der Charakter ist noch nicht so etabliert, ist ein auch ein neuerer Charakter. Das heißt, ich würde sagen, legen wir los. Ein weiterer Charakter im Fresh Talk Universe. Gut, wir kennen ja schon ein bisschen. Und da ist sogar ein Hintergrund schon direkt mit Fortnite ausgestattet. Hier ist so ein Poster von Fortnite schon drauf. Aller perfekt. Der hat ein besseres Equipment als ich, vor allem auch. Jetzt zockerst du mit seinen 20 Subs. Gut. Ich habe keinen Ton. Hallo Tonbug Leute, wieder. ich bin's wieder, euer Zockerzwen. Zockerzwen. Ja, ich zocke Ja. heute mit euch, meine lieben Follower, eine kleine Runde Fortnite. Hey, ist aber nicht live. Das ist nicht live. Er hat gecuttet. Das ist nicht live. Ich will mein Geld zurück. Oh Ich. Mann. Oh, was ist da unten in der Ecke jetzt ab? Muss ich jetzt weggehen oder was? Da ist eine andere Kamera zugeschaltet worden. Hey, jetzt muss ich hier. Ach, keine Ahnung. Das triggert euch jetzt wahrscheinlich voll jetzt hier. Hey, Mann. Ich muss mal was vorbereiten, dass es automatischer geht. Wer ist Marco, das? Ach, das ist der Kollege, stimmt. sozusagen, das war Cookie, wohl eine hi. kleine Spastik des Internets. Das ist hier nämlich. Hä? Marco? Sieht man im Sven, Livestream auch? war ich eben Hallo und herzlich online? willkommen. Danke, Lass Dennis. doch gerne einen Nein, Daumen. ich habe letzte Woche zwei. Der Kollege da unten ist nicht letzte Folge auch irgendwie gestorben oder so? Irgendwie halb verreckt. Ich habe letzte Woche. Hat er irgendwas gesagt gerade? Sven, war ich eben online? Ach so. Nein, ich habe letzte Woche zwei Kills Oh, gemacht in eins ab Fortnite. weniger. Was? Eins ab weniger? Ihr seht das jetzt gerade gar nicht. Das ist doof, aber es ist von 20 Subs auf 19 Subs runtergegangen. Uff. Direkt ein D-Abo hier. Da war ich am 20. April unter den Top 40 auf Platz 1 in Deutschland. Und Svenny, Echt? Schatzi, hast du schon dein Ritalin genommen? Mutter, ich bin im Stream, ich bin live. Wie viele gucken denn zu? Zwei? Svenny, du nimmst bitte noch dein Hey, aber mit Ritalin. zwei Zuschauern, 19 Subs, eigentlich nicht schlecht, du. Und denk dran, dass wir gleich zu Tante Holunda wollen. Ich will nicht zu Tante Holunda! Svenny, ich. Hallo, Frau Sieger! Hallo Marco. Svenny, wir müssen zu Tante Holunda. Sie will sich noch deine Vorhautverengung Mutter, angucken. ich bin im Schrei. Stream! Schrei. Die ganzen Gespräche einfach so. Och nein. Och nee. Ich meine, Ritalin, okay, hat ADHS oder sowas. Aber da. Vorhautverengung. Aber ich überlege gerade mal, mit zwei Zuschauern 20 oder 19 Subs. Würde gehen, wenn er jeden Tag zwei Zuschauer hat, aber immer anderes als zwei, immer mehr, immer anders als zwei Zuschauer. So, weißt du, er streamt 10 Tage lang, immer verschiedene zwei Zuschauer und die jeweils immer einen Sub geschenkt haben, dann würde das ja gehen. Ja, das würde gehen, aber ist trotzdem weird. Sonst würden die Zuschauer nur einen Tag da bleiben, Sub verschenken, direkt wieder gehen, so ungefähr. So müsste es ungefähr sein, so. Oder er hat gerade heute einen schlechten Tag erwischt und dann gucken gerade wenige zu, das gibt es natürlich auch mal, ne? Aber trotzdem so, mit 19 Subs, Mich nicht so an. Ich kann auch nichts dafür, dass Lisa auf deinen Liebesbrief nur mit Auslachsmileys geantwortet hat. Ja! Nun geht's sozusagen ab die Oh. Luzi, eine wunderschöne Insel. Bin sehr gespannt, ob mein Rekord von zwei Kills brechen kann. Krass. Zwei Kills ist echt gar nicht so schlecht. Vor allem, es ist hier eine Kamera in der Kamera. Und ich bin hier oben auch in der Ecke so. Also Facecam, Facecam, Facecam und Facecam nochmal. Aber ist auch voll geil, so mit dem Kollegen, der auch gerade in der Kamera zu sehen ist. Das finde ich echt voll die coole Idee irgendwie. Das ist voll chillig. Kumpel, Freund, danke fürs Follow. Das finde ich echt voll cool. Soll ich meinen Bruder dazu holen? Der würde unten einfach sitzen, essen und meinen Stream gucken und würde dazu auch ab und zu mal Comments geben. So. Finde ich auch. Gibt's sowas? Ich meine, es gibt ein paar Leute, die streamen doppelt, aber ich finde es eine voll die nice Idee irgendwie, keine Ahnung. Marco, erzähl doch mal, was ist dein bisheriger Rekord bei Fortnite? Fortnite. Ich hab geträumt, dass ich eine Pizza wäre. Ich hatte so einen Hunger. Da habe ich mich selbst aufgegessen. Dann Okay. war ich tot. Alter, den Tja, besten Marco, PC danke für überhaupt. diesen geistreichen Beitrag. Hey, das ist gar nicht mal sein Gameplay, das ist der Englisch alles. Ist es Talk Gameplay oder einfach irgendwas runtergeladen? Ich wollte mich gerade gucken, aber der Kategorie Gaming hochgeladen hat, das wäre jetzt lustig. Nee, Komödie hat er hochgeladen, okay. Ja, der hat jetzt Kategorie Gaming hochgeladen, so für besseren CPM oder so. Wäre eigentlich schlau gewesen, ne? Ich meine, er zockt ja was.
Wir sind hier mittlerweile. Gehen wir gleich noch Döner essen, Sven? Du hältst jetzt bitte mal deine fette Fresse, Marco. Das hat hier nämlich gerade überhaupt nichts Alter. Zu tun. Ich lande hier jetzt erstmal auf diesem Haus. Könnt zwar die Tür benutzen, aber ich tritt lieber alles ein und mache hier alles kaputt. Von mir heißt Zocker Sven, aber heißt hier Mikey the Machine. Also ich glaube auf jeden Fall, das ist nicht sein Gameplay. Definitiv. Definitiv. Jetzt habe ich es raus. Schön das Dach kaputt machen, schön alles zerdämmern, schön alles vermöbeln. So, diesen hässlichen Laminaten mache ich auch noch kaputt. Alles so ein schöner Scheißdreck hier. Sven, kann es sein, dass du noch sauer bist, weil Lisa dich nicht liebt? Das hat hier überhaupt nichts zu tun im Stream. Halt bitte deine... Ah ja, gut, das ist die alte Map noch, ja. Ich habe auch, und das Leben habe ich auch gesehen in der Mitte, dass es auch nicht passt, ja. Fresse, sonst bist du nicht mehr im Stream. Ich habe mich... Es sind nur noch 17 Subs, oh nein, die Subs sinken, nein. Erstmal gut eingerüstet, habe jetzt hier ein schönes Versteck gefunden. In diesem Haus werde ich jetzt erstmal ein bisschen nach Waffen und Baumaterial suchen. Sieht auch alles noch recht ruhig aus, recht verlassen. Aber man muss immer damit rechnen, dass ganz plötzlich... Genauso spiele ich. Genauso spiele ich immer. Genauso. Dann freue ich mich mega, dass ich plötzlich einen Kill gemacht habe. Aber genauso spiele ich immer auf. Sven, du hast jemanden gekillt. Hast du das gesehen, Marco? Nö. Nö. Ein Kill! Hättest du gesagt. Ein Kill! Ich stehe hier kurz vor meinem Rekord. Es sind nur noch 34 Spieler am Leben. Ein Kill habe ich schon gemacht. Svenny, Schatzi, wir müssen Sven Sieger! Ist das etwa ein Ballerspiel? Oh nein! Nee! Nee! Lügen darf man nicht sagen! Meistens stimmt's am Anfang. Ja gut, David, das stimmt, aber nur wegen neuen Season mit diesen Bots, die da rumlaufen, teilweise auch. Subs, Abonnent, Follower. Na, er streamt ja nicht auf YouTube, er streamt ja auf Twitch, oder? Also es könnten Subs, könnten auch Abonnenten sein, Follower, ja, könnten auch sein, ja. Das könnte auch sein. Ne. Ich will nicht, dass du immer diese Ballerspiele spielst. Moni, das ist... Du bist schon in Therapie, weil du noch einnässt. Und diese brutalen Killerspiele helfen dir sicherlich nicht dabei, trocken zu werden. Moni, ich will einfach nur... Mach auf Pause, Svenny. Das geht nicht auf Pause! Oh, das hat mich auch mal so aufgeregt. Vor allem damals, als ich so in dem Alter war, gab es halt noch keine so Online-Games. Also es gab schon welche, ich habe die auch nie gespielt. Ich habe immer Gameboy gespielt. Und vor allem, meine Oma wollte immer, mach doch jetzt mal das Ding aus. Und ich so, nee, geht nicht, ich habe Pokémon gespielt. Und war ich mal mitten im Kampf. Ich kann nicht im Kampf ausmachen. Bin auch im Kampf und so. Es war immer dann diese Ausreden, die meine Oma dachte, oh ja, hier ist nur eine Ausrede. Aber es geht nicht im Kampf. Man kann ein Pokémon nicht im Kampf speichern. Mann, Oma, checkt es doch. Damals mal so aufgeregt. Schrei mich nicht so an, Sven! Schrei du mich nicht so an! Leute, da ist jemand, der versteckt sich da, der braucht sich gerade einen Schutz. Bleib einfach da, Sven, und lass ihn zu dir kommen. Ich kenn zu ihm. Taktisch unklug, Sven. Ich kenn zu ihm. Auch immer. Da, 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 da. Ich hab ihn! Krass. Fettes Aim, Alter. Aim Assist kickt. Ich hab ihn! Gut, Sven. Gut, nur noch 18 Spieler. Wenn ich noch einen Kill mache, habe ich meinen Rekord gebrochen. Jetzt, kleiner Tipp noch von mir, man muss immer ruhig bleiben, wenn man angegriffen wird. Keine Panik und immer... Hat Torge meine Streams geguckt? Genauso eskaliere ich auch immer, wenn ich Fortnite spiele, wirklich 1:1. Genauso. Das ist dein neuer Rekord, Sven! Meine Hand sind nicht! Marco, meine Hand sind! Leute, ich glaub das nicht! 7 Kills und noch ein Gegner! Ein Gegner nur noch! Sven, ich liebe dich! Ich liebe dich auch, Marco! Mach bitte deine fette Fresse, ich muss mich konzentrieren! Svenny, komm bitte! Ich kann nicht! Ich schreibe hier Geschichte! Du kannst morgen noch für Geschichte lernen! Ah. Jetzt war doch was für die Schule, jetzt ist doch gut jetzt, Mann. Wurde hier passiert was Unglaubliches? Svenny? Das ist Svenny. Hallo. Danke, es fallen auch jetzt auf die. Was soll ich machen, Marco? Soll ich auf ihn zurennen? Nein, auf gar keinen Fall auf ihn zu. Ich renne auf ihn zu, Marco. Die Sau gehört mir. Du wirst dein Leben lang bereuen, Sven. Oh nein, jetzt freest es.
No Connection, ja. Das ist richtig, das ist ein Fail. Ey, das ist Fake. Er faked seinen Kick hier. Das ist wie Petrit damals. Aber richtig schlecht in Petrit. Oh Mann. Was ist? So, das war's mit dem. Oh, nee, die Mutter war das. Du kommst jetzt nein. Ach nee, warum muss er zur Tante gehen? Warum muss er wegen seiner Fortfällung zur Tante gehen? Irgendwas zum Arzt oder so, aber nicht zur Tante. Oder ist die Tante Arzt? Trotzdem weird. Und vor allem, einfach so ein Internet rausmachen. Haben das meine Eltern mal gemacht? Ich glaube, einmal haben die es gemacht, aber da war ich nicht am Zocken. Da habe ich was anderes gemacht. Aber, nee. Ich hab keinen Bock mehr, ich mach auf. Halt! Du musst noch deinen Spruch sagen. Ach stimmt, wie kann er ohne Internet noch streamen? Das ist eine gute Frage, Drache. Stimmt. Stimmt. Wie kann er das? Oder ist es gerade ein Video? Was? Nee, er steht ja oben live. Also hier steht immer noch live hier oben in der Ecke. Hä? Ohne Internet? Oder haben sie nur den Download gekappt? Kann man das machen? Kann man nur einen Download kappen, bis der Upload noch geht? Sven. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust. Da will ich jetzt nicht. Das ist aber dein Spruch, den sagst du immer, wenn du offline gehst. Los! Tschüss, bis denn, euer Sven. Oh, das war's schon. Oh, tschüss, bis denn, euer Sven. Das ist ein richtig trauriges Ende. Oha. Oha, richtig traurig. Ich wollte euch Pause drücken, ja. Ah ja, aber es war ein cooles Video. War gut gemacht wieder, mit der Mutter hinten im Hintergrund. Vor allem, hat den dann die Mutter auch Torge gespielt, oder war das dann Malte? Matze meine ich. Ich sag mal Malte. Matze. War das Matze dann? Aber ich find's auch gut gemacht. Aber trotzdem, man fühlt so ein bisschen nicht mit Sven. Das ist so, ja. Und jeder Gamer kennt das. Ja, aber gutes Video. Stabil. Fand ich gut. Vor allem, ich hätte besser gefunden, wenn Torge selbst vorher gespielt hätte. So, klar, er hat wahrscheinlich keinen guten PC dafür, oder vielleicht schon, keine Ahnung, ich meine, Torge zockt bestimmt auch. Aber ich finde es doch ein bisschen schade, dass es nicht selbst gezockt hat, so. Aber sonst, nice Video, stabil.